Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, gelobt sei die Jungfrau Maria, gelobt sei ihr unbeflecktes Herz, ihre unbefleckte Empfängnis. Ja, liebe Brüder und Schwestern, heute feiern wir das unbefleckte Herz Mariens nach dem Fest des Heiligsten Herzens Jesu. Ein unbeflecktes Herz. Ja, Maria hat ein reines Herz, sie hat ein ganz reines Herz. Gott hat es ihr geschenkt und sie lebt mit diesem reinen Herzen. In diesem Herzen gibt es keinen Zweifel. In diesem Herzen gibt es keinen Zweifel an dem, was Gott tut. Und ich habe mich erinnert an diesen wunderbaren Text aus dem 1. Korintherbrief 12 und 13 von Apostel Paulus, wo er über die Liebe schreibt und er sagt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe hält allem stand. Und das Herz Mariens hält allem stand. Sie ist offen, sie ist ganz offen für Gott. Und ihr Herz hungert und dürstet danach, mit Gott zu leben, seinen Willen zu tun, seinen Willen zu erkennen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie ist sich bewusst, dass sie nicht alles kann, dass sie auch nicht alles können muss, so wie bei der Verkündigung. Sie wusste nicht, wie das geschehen soll, aber sie blieb offen. Sie war voller Erwartung. Deswegen hat sie gesagt, ja Herr, du weißt es. Mir geschehe dann nach deinem Wort. Maria hatte schwere Situationen zu durchstehen, besonders deswegen, weil sie die Mutter Jesu war und weil Jesus sehr, sehr viel angefochten und angefeindet wurde. So wie jede Mutter hatte sie Sorgen, die kleinen täglichen Sorgen, aber auch die größten Sorgen, wie jetzt schon eben angesprochen. Aber Maria hat festgehalten an der Wahrheit Gottes, am Glauben, an der Hoffnung und sie hat geliebt. Und heute lesen wir dann das Evangelium, wo Jesus, der Zwölfjährige, mit Josef und Maria in den Tempel geht, dort bleibt und nicht mit nach Hause geht. Und sie finden ihn dann nach 3 Tagen im Tempel. Die Eltern waren schon überrascht, sie waren erstaunt. Warum hast du uns so viele Sorgen bereitet? Und Jesus antwortet, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Jesus musste in dem sein, was seinem Vater, dem himmlischen Vater, gehört. Und dann lesen wir ganz zum Schluss, und Maria bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Schon bei der Geburt, nachdem die Hirten das Kind besucht haben, Jesus besucht haben, lesen wir auch bei Lukas, Maria bewahrte alle diese Geschehnisse in ihrem Herzen. Liebe Brüder und Schwestern, sie bewahrt alles mit Liebe. Auch wenn sie es nicht sofort verstanden hat, aber sie umgibt alles mit Liebe. Und so bin ich überzeugt, dass die Jungfrau Maria auch uns so begleitet, weil Jesus sie uns zur Mutter gegeben hat. Sie begleitet uns mit Liebe. Sie sieht unsere Wege. Sie sieht unsere Schwachheit. Sie weiß um jeden von unseren Fällen, wo wir in Sünde fallen. Aber sie bleibt in der Liebe. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand, so wie Gott. Sie liebt mit der Liebe, die Gott ihr geschenkt hat. Und möge sie uns in dieser Liebe bewahren und auch uns ein solches Herz erbitten bei Gott, dem allmächtigen Vater. Und ich möchte schließen jetzt mit dem Gebet, dem Tagesgebet, das vor der Lesung in der Heiligen Messe gebetet wird. Da lesen wir Folgendes. Gott, du hast dem Heiligen Geist im Herzen der seligen Jungfrau Maria eine würdige Wohnung bereitet. Auf ihre Fürbitte hin erfülle auch unser Leben mit deiner Gegenwart und mache uns zu einem Tempel deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vertraue dich ohne Angst dem mütterlichen Herz, dem unbefleckten Herzen Mariens an,
das alles glaubt, das alles hofft, das alles in Liebe bewahrt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und sei heute die Freude der Mutter Jesu. Sei ein Kind Mariens.